Wenn du deine Nägel auf natürliche Weise pflegen möchtest, musst du dementsprechende Produkte wählen, um sie von innen und von außen zu schützen. Du solltest gleichzeitig auf deine Ernährung achten, denn Nägel sind ein Spiegel der Gesundheit. Daran kann man verschiedene Mangelerscheinungen ablesen. Entdecke in diesem Artikel, wie du deine Nägel von innen und von außen pflegen kannst, damit sie immer gesund und stark sind und schön aussehen. Konventionelle Produkte enthalten viele Schadstoffe, wie zum Beispiel, die Beschriftung ist meist sehr klein und schwer verständlich. Doch man kann davon ausgehen, dass Nagellack, der nicht speziell als biologisch oder frei von toxischen Substanzen gekennzeichnet ist, gesundheitsschädliche Stoffe enthält. Diese schaden nicht nur den Nägeln. Wenn sie in den Blutstrom gelangen, können sie auch verschiedene Organe beeinträchtigen. Auch Nagellackentferner enthalten meist aggressive Stoffe. Aceton trocknet und schwächt beispielsweise die Nägel. Deshalb empfehlen wir dir, acetonfreien Nagellackentferner zu verwenden, der meist Wirkstoffe wie Zitrone enthält. Es geht vielleicht etwas länger, bis der Lack entfernt werden kann. Doch trotzdem lohnt es sich. Wir empfehlen auch diesen Artikel, Hausmittel aus Öl und Knoblauch für harte Nägel. Viele haben die schlechte Angewohnheit, Arbeiten im Haushalt ohne Handschuhe durchzuführen, was den Händen und Nägeln schaden kann. Es ist nicht ausreichend, die Hände ab und zu einzucremen. Wer die Nägel pflegen möchte, sollte ein fettreiches natürliches Produkt verwenden, das jeden Abend vor der Nachtruhe aufgetragen wird. Man kann über Nacht auch feine Baumwollhandschuhe anziehen, um die Bettlaken nicht zu verschmutzen. So wirkt das Pflegeprodukt auch länger und kann von der Haut langsam absorbiert werden. Wir empfehlen folgende natürlichen Öle, die Haut und Nägeln Feuchtigkeit spenden und sehr nährstoffreich sind. Du kannst diese Öle auch miteinander kombinieren, um deine Nägel zu pflegen. Wenn du dir beim Auftragen der Feuchtigkeitscreme zusätzlich eine Handmassage gönnst, kann das Produkt besser aufgenommen werden. Die Massage ist sehr angenehm und entspannend. Wer oft kalte Hände hat oder an einer schlechten Durchblutung leidet, kann zusätzlich zu der Massage auch Handbäder nehmen und dabei mit warmem und kaltem Wasser abwechseln. Verwende dafür zwei Schüsseln, eine mit kaltem, die andere mit warmem Wasser. Bade darin deine Hände abwechselnd, um die Durchblutung zu fördern. Um die Nägel zu schützen, solltest du dir angewöhnen, immer Sonnenschutz aufzutragen, wenn du dich an einem sonnigen Tag im Freien aufhältst. Insbesondere dann, wenn die Strahlung intensiv ist. Du solltest deine Hände und Nägel auch vor Kälte und Wind mit Handschuhen schützen. Auch die Ernährung beeinflusst die Gesundheit der Nägel. Du solltest deshalb viel frisches Obst und Gemüse in deinen Speiseplan einbauen, um deinen Organismus mit ausreichend Vitaminen und Mineralstoffen zu versorgen. Eine gute Möglichkeit ist, sich jeden Tag ein Mixgetränk oder frische Säfte zuzubereiten. Bei schwachen und brüchigen Nägeln kann man zusätzlich auch ein Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, um die Nägel sowie Haut und Haare von innen zu pflegen. Es empfehlen sich zum Beispiel, bevor du die empfohlenen Nahrungsergänzungsmittel einnimmst, solltest du dich jedoch von einem Arzt oder Therapeuten beraten lassen.